Und ich sage auch Hallo zu allen YouTube-Zuschauern bzw. VOD-Zuschauern. Schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einer neuen Folge von Pokémon Let's Go Evoli. Das letzte Mal sind wir in der MSN angekommen, in Orania City, ein Schiff. Und wollen uns hier ein bisschen umsehen. Wir sehen, wir haben unser Pantymos hinter uns. Und ja, viel gibt es eigentlich nicht zu sagen. Können wir uns ja noch mal kurz unser Team anschauen. Das hat sich ja speziell in der letzten Folge ein bisschen verändert. Da haben wir jetzt unser Alola-Kleinstein, was den lustigen Typ Gestein Elektro hat. Da bin ich mir noch nicht so sicher, ob das so eine weise Entscheidung ist, den im Team zu behalten, weil ich gar nicht weiß, ob der gute Elektro-Tagen lernt oder ob wir lieber ein gescheites Elektro-Pokémon mitnehmen sollten. Pantymos, unser Psycho-Pokémon, da bin ich ganz gespannt, wie der sich macht. Tauboga, ich weiß gar nicht, ob wir... Nee, den hatten wir schon ausgetauscht, das heißt, der hat schon ein okayes Wesen jetzt. Genau, das ist neutral. Da können wir das eigentlich im Team behalten. Ein ganz gutes Flug-Pokémon. Carpador entwickelt sich bald zu Gyarados. Darauf warten wir schon lange. Ultrigaria können wir mit einem Blattstein weiterentwickeln. Aber nachdem sie am besten eine gute Pflanzenattacke gelernt hat. Und das tut sie auf Level 26. Das heißt, wir müssen es jetzt auch nicht beeilen mit dem Blattstein. Den finden wir, glaube ich, auf Route 8. Wenn nicht, dann können wir ihn in das für alles kaufen. Und das sollte sich zeitlich alles ausgehen. Dann haben wir noch unser Vulpix. Den wir mit einem Feuerstein zu Vulnona weiterentwickeln können. Aber auch das erst, nachdem sie am besten eine gute Feuerattacke gelernt hat. Das tut sie auf Level 24. Dann lernt sie Flammenwurf. Und wenn ich mich nicht irre, dann finden wir einen Feuerstein auf Route 3. Schätze mal hinter der Dicta-Höhle. Aber da kommen wir aber gerade nicht durch. Vielleicht kommen wir da durch, nachdem wir den Arena-Leiter besiegt haben. Ich weiß nicht genau. Schauen wir mal. Ich muss auch mal kurz schauen, ob denn der Ton in Ordnung ist oder ob die Kampfmusik vielleicht viel zu laut ist, aber die Regler sagen, das geht eigentlich. Wenn es aber irgendwie Beschwerden gibt im Chat, bitte immer gern mir Bescheid geben. Ich habe gemerkt, die letzte Folge von Zelda war ziemlich leise. Deshalb habe ich mal die Lautstärke ein bisschen hochgedreht. Aber das ist immer ein bisschen schade oder ja, blöd, dass die Lautstärken verschiedener Switch-Spiele auch so unterschiedlich sind. Ich spiele ja zum Beispiel immer mittwochs im Stream Pokémon Unite und das ist super laut. Pokémon Let's Go Evoli und Let's Go Pikachu sind auch relativ laut. Und Zelda oder Okami sind super leise. Wenn man da nicht immer dran denkt, die Lautstärke anzupassen. Aber naja, ich schätze mal, das ist so in Ordnung. Ich höre auch keine Widerworte. Wie geht's euch denn so im Chat? Habt ihr ein schönes Wochenende gehabt? Ich habe ja ein ganz aufregendes Wochenende hinter mir. Ich habe schon seit einer Weile den Wunsch, einen Hund zu haben. Ich bin mit dem Hund aufgewachsen, aber
hat sich halt bisher einfach nie so richtig ergeben. Und jetzt am Donnerstag und heute, vor ein paar Stunden, habe ich mir zwei Hunde in zwei Tierheimen hier in der Region angeschaut. Und ich kann mich bei beiden nicht so entscheiden. Das sind beide super toll. Aber darauf wird es wohl hinauslaufen, dass ich einem der beiden quasi ein neues Zuhause schenke. Wait, da kann man doch Geowurf. Da muss ich mal schauen, ob ich nicht hier in die ins Stream Overlay vielleicht eine Art Donkey Cam einbaue oder so. Also ich will jetzt nicht den Hund quasi vor die Kamera zerren. Da muss man mal schauen. Coole Animation für Geowurf. Speziell zum Anfang ist das eine ganz coole Attacke, weil die relativ viel abzieht. Denn die richtet immer den Schaden gemäß dem Level des Anwenders an. Also in unserem Fall hat sie immer 20 abgezogen. Und wird dementsprechend mit dem Level auch halt stärker. ist dementsprechend unabhängig von den Angriffs- oder Verteidigungswerten. Aber ja, mit fortlaufendem Spiel, wenn dann die eigenen Pokémon stärker werden und auch die gegnerischen Pokémon stärker werden, ist die Attacke nicht mehr ganz so nützlich, beziehungsweise gibt es dann stärkere Alternativen. Aber ja, speziell jetzt für den Anfang des Spiels, und wir haben ja bisher erst zwei Orden, ist das noch völlig in Ordnung. Kleinstein sollte sich mit Level 22 weiterentwickeln. So, Georock. Alola Georock, um genauer zu sein. Ich bin echt gespannt, ob Alola Georock dann irgendwelche coolen Elektroattacker lernt. Sonst macht das irgendwie nicht so viel Sinn. Weil er hat nicht mehr den Bodentyp, hat aber dann dafür einen irgendwie nicht so sinnvollen Elektrotyp. Aber an sich ist der Gesteins-Elektro-Typ, also die Typenkombination, ja super cool, auch sehr ausgefallen, wenn ich mal überlege. Wasserschwäche wird dann halt weg, die Pflanzenschwäche wird zumindest neutralisiert. Ich schaue schon mal lieber aus. Blöd ist halt, dass wir jetzt keine Elektroresistenz mehr haben, weil wir keinen Bodentyp haben. Den hätten wir jetzt in der Arena gut gebrauchen können. Wird ja eine Elektro-Arena sein. Von daher versuche ich jetzt zumindest Ultrigaria noch ein bisschen aufzupumpen. Carpador entwickelt sich nach dem Kampf, das ist doch super. Also den dürfen wir zwar keinesfalls in der Arena einsetzen, weil er hat eine Vierfachschwäche gegen Elektro, weil Gyarados ist ja Pflanze, Quatsch, Wasserflug. Aber danach, Pokémon, moin! Ich hoffe, du hast ein schönes Wochenende gehabt. So. Ultrigaria schläft, das ist blöd. Setzen wir mal Troboga ein.
kommt irgendwie sowieso zu wenig Aufmerksamkeit. Bist du in der MSN? Ja, ich bin gerade in der MSN, diesem Schiff in Oranje City. Muss man die Attacken austauschen. Ich hätte jetzt eigentlich eher den Flügelschlag nehmen sollen, der ist stärker. Und Muck, wie läuft deine Streamer-Karriere? Ich habe gesehen, deinen ersten Streamer ist ja schon hinter dir. Hast du seitdem nochmal gestreamt? Yay, yeah, Carbot entwickelt sich. Mokumuk schreibt, ich bin jedes Mal überrascht, wie schön das Spiel doch eigentlich ausschaut. Aber da kann ich dir nur zustimmen. Also ich finde sowohl Pokémon Let's Go Evoli und Pikachu als auch Pokémon Schwert und Schild eigentlich super schön geworden. Und da hat man auch so ja technisch richtig großen Sprung von den DS-Teilen gemacht. Ich gehöre also nicht zu den Leuten, die das Spiel wegen der Grafik kritisieren. Ich finde das richtig schön. Für Gyarados wurde ein neuer Eintrag im Pokédex angelegt. Gyarados ist brutal und zerstörungswütig. Er hat Aufzeichnungen zufolge in alten Zeiten ganze Städte in Schutt und Asche gelegt. Krasser Typ. Dass du dann bist, ist schon mal gut. Ich glaube, wir haben auch eine Wasserattacke, den Nassmacher, der auch. Ne, Quatsch. Siedewasser, glaube ich. Was nicht ganz optimal für Gyarados ist, weil das eine spezielle Attacke ist und Gyarados ist halt ein physischer Angreifer. Aber zumindest hat er da mal eine ganz gute Wasserattacke. So, dann wollen wir mal uns das Gyarados anschauen. Okay, hat ein neutrales Wesen, das ist schon mal gut. Ja, wir sehen hier schon Angriff 69, Spezialangriff 38. Das ist nicht. Das ist leider nicht gut. Also ich weiß gar nicht, ob es in der Generation, ob es da eine physische Wasserattacke gibt. Weiß Kaskade wäre zum Beispiel eine physische Attacke. Oder Nassschweif. Aber da bin ich mir gar nicht sicher, ob es hier in dem Teil, weil das ist ja die erste Generation, ob es da solche Attacken gibt. Aber andererseits, wir haben halt einen Alola-Kleinstein. Vielleicht haben das die Entwickler ein bisschen gemischt. Jedenfalls wollen wir vielleicht mal Kleinstein an der Spitze des Teams austauschen. Packen da mal das Pantymos hier hin. Obwohl das Kleinstein sich halt auch bald entwickelt, ne? Aber das. Im Teil kann man halt den Epithaler sowieso nicht ausschalten. Also das Kleinstein wird sowieso bei jedem Kampf auch Erfahrungspunkte bekommen. Aber ja, sobald ein Wasser-Pokémon auftaucht, müssen wir sowieso das Kleinstein austauschen.
Naja, ich bin noch nicht so fit mit Streamen. Ich muss noch OBS alles fertig machen. Habe aber nie Zeit dazu. Ja, das kenne ich. Ich finde doch OBS ist ein super kompliziertes. Ja, eine super komplizierte Software. Deswegen habe ich mich dann für Twitch Studio entschieden, weil da habe ich zum Beispiel die Möglichkeit, Multistream zu machen oder auch auf YouTube zu streamen, weil die Software ist halt von Twitch und für Twitch, aber die ist dafür halt schön einfach. Hast du sie im Pokémon dabei oder warum besitzt Evoli auf deinem Kopf? Nee, ich habe 6 Pokémon dabei. In dem Teil ist es ja so, dass Evoli quasi das Signature-Pokémon ist, was man als Starter bekommt und quasi immer der Begleiter ist. Aber man muss es nicht im Team dabei haben, man kann das einfach auf die Bank schicken und man kann eben ein anderes Pokémon aus dem Pokéball holen und hinter sich herlaufen lassen. Und ich fand es ganz lustig, dass Phantimos hinter uns herläuft, weil der halt so rumwackelt. Aber dass Evoli auf unserem Kopf sitzt, das geht halt nicht weg. Ne? Aber ich fand die Idee gut, sie nicht einzusetzen, weil Evoli halt super overpowered ist in dem Teil. Weil halt das Signature Pokémon ist und wenn man es halt nicht weiterentwickeln kann. Aber apropos Weiterentwickeln, wir haben ja schon eine Weiterentwicklung gesehen heute und theoretisch könnten wir, je nachdem wie weit wir kommen, heute noch 2 weitere sehen. Denn wir können, also unser Kleinstein wird sich bald weiterentwickeln zu Georok, ich glaube auf Level 22 und es ist jetzt Level 21. Und zum anderen, unser Vulpix entwickelt sich mit einem Feuerstein weiter, den wir, wenn ich mich nicht irre, auf Route 3 finden. Das heißt, hinter dem Dicta-Tunnel, sprich nachdem wir die Arena von Oran City geklärt haben. Und in der nächsten Folge können wir dann auch die Entwicklung von Ultrigaria zu Sarzenia beobachten. Den Blattstein dazu, den finden wir auf Route 8 oder können den in Prismana City kaufen. Aber dazu muss Ultrigaria erstmal Level 26 erreichen, weil ich will gern die Attacke, die es da erlernt. Weil sie hier bleibt, glaube ich. Naja, wenn du Georok tauschen magst, sag mir Bescheid, dass du einen Georok hast. Ja, das können wir auf jeden Fall gerne machen. Dann bekommen wir nämlich einen Geowatz. Eine gute Idee. Und sonst, ja, mir geht's gut. Vielen Dank für deine Nachfrage. Ich hatte gerade am Anfang schon mal erwähnt, ich bin gerade auf der Hundesuche, beziehungsweise habe mir jetzt 2 Hunde in 2 Tierheimen angesehen und versuche mich jetzt zu entscheiden zwischen den beiden. Ich will ja schon ganz lange einen Hund haben. Und ich gehe mal davon aus, jetzt ist es auch soweit. Von daher läuft alles sehr gut bei mir. Vielen Dank. Ich war gestern ein bisschen genervt, weil der Stream ausfallen musste, weil auf einmal die Technik der geschossen hat. Deswegen habe ich mir gedacht, jetzt habe ich mal 2 Stunden Zeit, dann können wir das doch einfach nachholen. Und wir müssen ja sowieso aufpassen, dass wir das Spiel durchbekommen bis zum 19. November.
Denn da erscheint Pokémon strahlender Diamant und leuchtende Perle. Und ich kann schon mal verkünden und ankündigen, es wird an dem Tag einen langen Stream geben von mir. Wir werden das Spiel direkt am Release Day spielen. Deswegen müssen wir bis dahin auf jeden Fall Pokémon Let's Go Evoli auch durchbekommen. Aber bis dahin haben wir noch einen guten Monat. Das sollten wir eigentlich schaffen. Ich würde jetzt mal Antimos ein bisschen austauschen und Utrigaria noch ein bisschen Training geben. Wie gesagt, die muss ja Level 26 erreichen, um damit wir diese Attacke mitnehmen können. Ich gehe auch davon aus, dass sie uns, also dass Utrigaria uns durch die Arena tragen muss, weil wir leider keinen Bodentyp haben. Denn unser Kleinstein hat mit seiner mit seinem Tausch seinen Bodentyp verloren. Ja, super, jetzt habe ich ein Pflanzen-Pokémon nach vorne gestellt, da setzt er ein Feuer-Pokémon ein. Mal nochmal tauschen. Können wir aber theoretisch mal unser Gyarados ausprobieren. Ich würde gerne mal sehen, wie da ein Sprite, das ist ja nicht, weil es ja ein 3D-Modell, wie das aussieht. Aber ja, es sieht ganz gut aus. Auch schöne Größenverhältnisse. Und einmal bitte das Siedewasser. Vielen Dank. Muss mal schauen, ich habe ja ganz viele Bonbons. Vielleicht kann ich da Gyarados Spezialangriff ein bisschen boosten. Ich glaube, nach der MSN haben wir auch gar keine Probleme mehr mit Pokébällen. Wir bekommen nach jedem Trainer. Die werfen uns die Pokébälle irgendwie alle hinterher einfach, als wären wir ein wildes Pokémon. Ein Sandan. Das ist ganz gut. Sandan hat ja eine Schwäche für Pflanzen. Okay, warum überlebst du das? Erst Level 18. Oh, dieser Utrigaria ist ja sogar schon Level 25. Das heißt, der erlernt auch gleich die Pflanzattacke, von der ich gesprochen habe. Das heißt, danach können wir aufhören, Utrigaria zu trainieren und uns mal um die anderen kümmern. Vulpix zum Beispiel. Ich bin jetzt mal nicht ganz sicher, welche Level dann in der Arena vorkommt, dass wir dann hoffnungslos unter Level sind. Ein Nugget, das könnt ihr für 5000 Poké-Dollar verkaufen. Auch sehr gut. Der Go Park, da soll jetzt seltene Pokémon. Okay. Wo ist der nochmal? Bei Fuchsana. Achso, ist die Safari-Zone. Das macht natürlich Sinn, aber warum wurde der umbenannt? Vielleicht wegen Safari? Ist das vielleicht irgendwie cancelwürdig? Naja. Ich bin schon ganz gespannt auf
Pokémon strahlender Diamant, was ja am 19. Oha, müssen wir jetzt kämpfen. Also ich weiß noch, in der ursprünglichen Generation mussten wir, glaube ich, kämpfen. Ja genau, jetzt Black kämpfen. Okay, mal sehen, das sollten wir eigentlich hinkriegen. So Pokémon sind ja ganz gut gelevelt eigentlich. Lernt Ultrigarier nicht schneller neue Attacken als Sarzenia vom Level her. Sarzenia erlernt sogar gar keine Attacken mehr. Deswegen will ich warten, bis Ultrigarier eine gute Pflanzattacke erlernt. Das kommt doch nichts Besseres mehr als Rasierblatt mit Level 26. Dann hat sie Rasierblatt als starke Pflanzattacke und Säure als starke Giftattacke. Ich glaube, das reicht mir. Ich könnte ihr dann später noch Megasauger als TM beibringen oder Solarstrahl als TM. Ja, setzen wir Kleinstein ein, denn der hat ja auch eine Gesteinsattacke, die gut gegen Toboggan hilft. Und Kleinstein müsste sich ja theoretisch bald entwickeln. Wir müssen die Flugattacken sogar doppelt nicht effektiv sein, weil wir haben ja jetzt auch einen Elektro-Typ. Sag mal, Muck, wie ist das denn von der Lautstärke? Ist das in Ordnung oder ist die Ingame-Musik irgendwie zu laut? Weil mir kommt die Ingame-Musik ein bisschen laut vor. Aber der Pegel sagt eigentlich, dass das soweit in Ordnung ist. Vulpix erreicht Level 20. Das heißt, Vulpix braucht noch 4 Level. Setzen wir es da gleich mal ein gegen Hyraplan. Ne, ist das nicht zu laut? Alle supi, vielen Dank. Dann bin ich ja beruhigt. Ich bin echt froh, wenn Vulpix Flammenwurf lernt, dann mal eine gescheite Feuerattacke hat, denn Glut ist auf Dauer halt schon ganz schön schwach. Oh nein. Haben wir irgendwas Schönes im Beutel? Ja, wir haben ja einen Aufhänger. Nehmen wir den doch. Hätte vielleicht auch Konfusstrahl oder Irrlicht einsetzen können. Wäre vielleicht ganz gut gewesen, aber ja. Ihr seht schon, Vulpix ist leider sehr schwach auf der Brust. Der Verteidigungswert ist echt nicht gut. Obwohl ich die Verteidigung sogar schon ein bisschen geboostet habe mit Bonbons. Muck spielt jetzt nebenbei ein bisschen Far Cry 6. Viel Spaß. Spielst du denn zum ersten Mal oder kannst du schon sowas deinen ersten Eindruck zum Spiel sagen? Ich habe da ja leider eher gemischte Meinungen gehört. Und ich habe letztens auch mal so die erste Stunde reingeschraut und war da auch nicht so richtig angetan. Fällt dir denn? Wobei ich halt dazu sagen muss, ich bin auch kein Freund der Serie, von daher bin ich da wahrscheinlich ein bisschen voreingenommen. Haben wir denn
noch einen Hyperheiler oder so. Ja, nicht so. Dann werden wir Vulpixel austauschen müssen. Gucken wir mal Voltrigaria rein. Das sind zumindest die gegnerischen Attacken nicht sehr effektiv. Naja, ich habe das noch nicht so viel gespielt, aber das neue Loot-System ist schon geil. Kann ich gar nicht so einschätzen, weil ich halt die vorigen Teile nicht kenne. Aber ich habe, glaube ich, jetzt also schon lange nicht mehr in Far Cry reingeschaut. Eben jetzt mal wieder zu Far Cry 6 und weiß nicht, auf den. Vielleicht muss man sich mit dem Spiel mehr beschäftigen. Also auf dem ersten Blick, nur noch 20 Minuten, war ich halt nicht so richtig angetan. Macht mir bis jetzt schon Spaß. Und die Grafik ist schon sehr geil. Ja, dann wünsche ich dir auf jeden Fall viel Spaß dabei. Warum bist du denn immer noch nicht? Wieso bist du so hartnäckig, Führerplan? Jetzt aber. Oha, und Ultrigaria reicht Level 26. Jetzt müsstest du eine gute Attacke lernen. Oder auch nicht? Hat denn dieser Fans etwa nicht die Wahrheit gesagt? Kleinstein hat Level 22 erreicht. Theoretisch müsste es sich nach dem Kampf weiterentwickeln. Ja, mal gespannt sein. Ich glaube, mit der Weiterentwicklung sollte er dann auch ein bisschen warten, bis es gute Attacken erlernt. Weil Geowatz auch keine Attacken mehr lernt, ähnlich wie Sartenia und Bonona. Jeez, also auch Kleinstein entwickelt sich ja später, okay. Jo, hier bekommen wir die Geheimtechnik Zerschneider, die wir brauchen, um zur Arena zu kommen. Mal sehen, ich glaube, an der Stelle hat Game Freak auch das Spiel ein bisschen zeitgemäßer und nicht Genshin Culture konform oder ja, erst recht Genshin Culture konform umgestaltet. In der ersten Generation hat man das viel länger und viel ausgiebiger quasi beschrieben mit dem, ja, mit dem Massagevorgang. Das wirkte dann in der Kombination alter Mann und junger, ja, Junge, etwas komisch. Aber naja, hier geht das alles relativ schnell. Und wir sollten jetzt die Form 01 bekommen, Form Zerschneider. Ich kann mich erinnern, in der ersten Generation gab es da auch noch, muss man erstmal ein Rätsel lösen. Ich glaube, irgendwas finden. Sayori, hi. Ich hoffe, du hast ein schönes Wochenende gehabt. Wie geht's dir? Wir spielen hier ganz entspannt ein bisschen Pokémon Let's Go Evoli. Wir sind gerade auf der MSN in Orania City. Wir stehen kurz vor dem dritten Arena-Leiterorden.
Ja, mein Charakter nicht besonders spannend, war aber okay. Dann wünsche ich dir gute Besserung. Ich hoffe, du bist bald wieder fit. Obwohl ich persönlich auch nichts gegen ein ruhiges Wochenende auf der Couch einzuwenden habe. Du musst dich auch nicht krank sein. Ich hatte ein sehr, ja, sehr spannendes Wochenende. Ich war in zwei Tierheimen, habe mir dort ein paar Hunde angesehen, weil ich schon ganz, ganz lange richtig gern einen Hund haben möchte. Und habe mir jetzt den Entschluss gefasst, jetzt muss es langsam mal soweit sein. Da ich schon immer der Meinung war, ich will, wenn dann einen Hund vom Tierschutz und kein Hund vom Züchter, habe ich jetzt mal so die Tierheime in meiner Umgebung abgeklappert. Habe jetzt zwei Hunde gefunden, die ich super süß finde. Einmal einen kleinen Corgi, was ja schon meine Lieblingsrasse ist, der aber nur drei Pfoten hat. Der ist mit einer fehlenden Pfote geboren. Super traurig. Aber der kommt ganz gut klar damit. Kann trotzdem rennen und laufen und springen. So hoppelt immer ein bisschen. Richtig niedlich. Kommt vom polnischen Tierschutz, also wahrscheinlich aus einem Tierheim mit Polen oder so. Und der andere Hund, den ich mir angesehen habe, kommt aus Rumänien, vom rumänischen Tierschutz. Da kann ich aber nicht so genau sagen, was das für eine Rasse ist. Ein Mischling, und anscheinend steckt da auch so ziemlich alles drin. Eine ganz klassische Promenadenmischung. Ich weiß noch, in der früheren Generation konnte man hier lang gehen und in der Ecke gab es ein Item oder so. Ja, und der zweite Hund, dieser Mischling aus Rumänien, also ist halt so ein kleiner Hund, um 30 cm Schulterhöhe oder so. War auch super süß und super lieb. Bin mit dem ein bisschen spazieren gegangen. Er war ein bisschen ängstlich, besonders Gegenwart von anderen Hunden. Da muss man vielleicht ein bisschen trainieren. Aber ja, zwischen den beiden Hunden entscheide ich mich. Mal sehen, da gibt es vielleicht bald eine Puppy Cam, eine Donkey Cam hier im Stream. Müssen wir mal schauen. Und theoretisch sind wir jetzt hier auf dem Schiff auch schon fertig. Ich glaube, hier gibt es sonst auch nichts mehr zu tun. Wir haben jetzt schon die Frohe bekommen. Ich bin mir nur nicht sicher, ob wir denn schon gewappnet sind für die Arena. Wir werden am besten mal jemand die VM beibringen. Wait a second. Hat es uns ja noch gar nicht gegeben. Habe ich jetzt. Jetzt habe ich mich so verquatscht mit euch. Jetzt habe ich gar nicht mitbekommen, was er denn sagen wollte. Er hat uns doch bestimmt gesagt, wir sollen irgendwo noch was suchen oder so. Mal erstmal kurz schauen, was so im Chat abgeht. Ich weiß nicht warum, aber ich kann mich dir voll gut als lieber Hundepapa vorstellen. Vielen Dank. Ich glaube auch, dass ich da voll aufgehen würde. Ich habe da richtig Bock drauf. Ich bin ja mit dem Hund aufgewachsen. So, ich glaube, unser Evoli kann einfach die Technik. Also es ist gar nicht mehr so, dass wir unseren Pokémon
die vor allem Spy bringen müssen, was ich sehr gut finde, sondern unser Evoli ist halt einfach unser Standard Vollmonster. Ja, und jedenfalls, ich bin mit einem Hund aufgewachsen, habe ich da auch voll gut mit ihm verstanden. Aber bisher hat es sich einfach nicht ergeben, dass ich selber einen Hund habe. Jetzt fährt die MSN erstmal los. Ich kann nur immer wieder sagen, ich finde es echt schön, dass man in die Teile, die die Anime-Stimmen von Evoli und von Pikachu eingebaut hat. Es gibt dem Spiel so richtig viel. Ja, kenne ich nur mit Katzen. Bist du eine Katzenbesitzerin, Sayori? Ich hatte ja auch schon mal Katzen, hatte aber irgendwie nicht so viel Glück. Denn damals waren meine Lebensverhältnisse auch noch ein bisschen anders und ich musste halt jeden Tag für 10 Stunden das Haus verlassen. Das haben meine Katzen irgendwie nicht so cool gefunden. Jetzt kann ich halt theoretisch entweder von zu Hause aus arbeiten oder ich kann den Hund halt mit ins Büro nehmen. Was dann auch der ausschlaggebende Grund dafür war. Jetzt mal den Plan in die Tat umzusetzen. So, die Frage ist, sind wir denn schon stark genug für Orania City, für die Arena? Schauen wir doch vielleicht mal. Ich vermute zwar, wir kommen nicht durch den Diktatunnel. Ich vermute mal, das geht erst nach dem Arena-Leiter. Aber wir können da zumindest mal reinschauen. Okay, hier sehen wir schon, hier kommen wir nicht vorbei. Ich kann aber zumindest mal hier so einen Diktator fangen. Oder nicht? Schade. Das ist ja blöd ist. Braucht vielleicht doch mal eins auf. Nee, leider nicht. Na gut, dann gehen wir mal erstmal in die Arena. Nee, aber damit aufgewachsen und jetzt einfach keine Zeit. Hätte aber so gern welche. Ich bin ja auch ein ganz großer Tee-Freund, aber ich bin auch immer der Meinung und damit geißel ich mich vor allem selbst, dass es halt überhaupt keinen Sinn macht, sich ein Tier zuzulegen, wenn man sich nicht anständig drum kümmern kann. Und dazu zählt halt auch, genug Zeit aufwenden zu können, um ja für das Tier da zu sein. Von daher finde ich das eine gute Entscheidung von dir, dir keine Katzen zuzulegen, wenn du nicht genug Zeit dafür hast. Also wir versuchen uns mal an der Arena. Mal gespannt, was die Kinder da für Pokémon haben. Oh, unser Kleinstein ist Level 22. Sollte da hoffentlich mithalten können. Und wichtig ist natürlich, dass neben der Arena die Wildhunde stehen. Ich glaube, hier in der Arena gab es auch so ein Rätsel, das ich ganz blöd fand. Genau, man muss mich in den ganzen Mülltonnen bei Schalter finden. Ich habe immer ewig dafür gebraucht, die beiden Schalter zu finden.
Wollen wir uns am besten erstmal um die Ideen an. Das macht gut erstmal Sinn. Und dann am Ende schauen wir, dass wir das Rätsel gelöst bekommen. Ein Voltoball, ein reiner Elektrotyp. Der Level 22, mit dem sollten wir zurechtkommen. Gut ist, seine Elektroattacken sind nicht sehr effektiv bei uns, weil wir ja auch vom Typ Elektro sind. Und sein Lichtschild bringt auch nicht so viel, weil wir halt physisch angreifen. Na, ein Glück, dass wir auch Gesteine sind. Hätte uns das jetzt ganz schön wehtun können. Die Frage ist natürlich, weil Kleinstein ein physischer Angreifer ist. Gibt es überhaupt eine physische Elektroattacke? Die einzige, die mir einfällt, ist Funkensprung. Und auch da weiß ich leider wieder gar nicht, ob es denn Funkensprung in dem Spiel überhaupt gibt. Denn theoretisch sollte das ja Generation 1 sein. Andererseits ist das ein Alula-Kleinstein. Also könnte es vielleicht auch Attacken späterer Generationen geben. Dann ist aber natürlich wieder die Frage, kann denn Kleinstein über Funkensprung erlernen? Macht das Sinn? Ja, Fragen über Fragen. Zumindest bin ich ganz froh, dass Kleinstein hier vom Level ganz gut mithalten kann. Wahrscheinlich wird es dann beim Arena-Leiter ein bisschen anspruchsvoller, weil Arena-Leiter oder die Pokémon der Arena-Leiter sind immer ein paar Level über den Pokémon der Vortrainer. Also stellt sich mal, dass die Pokémon des Arena-Leiters so auf Level 26, 27 sein werden. Okay, Magnetilo ist ja auch vom Typ Stahl. Da müssen wir also ein bisschen aufpassen und können keine Gesteins- oder Normalattacken einsetzen. Wir haben aber zum Glück eine Kampfattacke, Geowurf, die ja völlig typen- und status unabhängig Schaden anrichtet. So, das ging ganz gut. Haben wir noch hier noch einen Trainer vor uns? Dann ist der Lachs mit den Vortrainern auch schon gegessen. Dann kümmern wir uns noch kurz um das Rätsel. Ich hoffe, das kriegen wir schnell hin. Aber ich empfand mich immer als ja, irgendwie zu dumm dafür. Ich habe es immer nicht so richtig gecheckt. Oha, das ist natürlich jetzt blöd gewesen. Ach, jetzt müssen wir auch überlegen, wollen wir jetzt mit oder wegen Kleinstein extra ins Pokémon Center gehen oder verzichten wir darauf, dass Kleinstein EP bekommt und sich vielleicht noch weiterentwickelt?
Mal sehen, was der Schaufler anrichtet. Denn es ist eine Bodenattacke, die theoretisch sehr effektiv ist. Andererseits bekommt halt Vulpix keinen Stat-Schaden und Vulpix ist auch kein physischer Angreifer, aber trotzdem ist der Schaden eigentlich ganz gut. Ach Jesus, immer diese eine KP, die übrig bleibt. Verdammt. Jetzt hoffen wir mal, dass der Schauflauf durchgeht. Ah, sehr gut. Damit ist das Pikachu auch besiegt. Na gut, dann gehen wir mal schnell ins Pokémon Center, denn auch Vulpix ist ja paralysiert, das heißt auch das müssen wir mal heilen. So, jetzt sind unsere Pokémon wieder aufgepäppelt. Wir haben die Vortrainer in der Arena auch schon besiegt. Da müssen wir jetzt noch das Rätsel lösen und können dann auch direkt zu Major Bob weiter. Dass es nicht. Okay. Na sowas, das ist ein Schalter. Okay, das hat schon mal nicht funktioniert. Das ist der rote Schalter, das heißt, gleich ist der Schalter dann hier, weil er sollte eigentlich in der Nähe sein. Ah. Zum Glück hat es schnell geklappt. Ich kann mich noch erinnern, in den Ursprungs-Editionen oder auch in Feuerrot und Blattgrün, da habe ich immer ewig gebraucht für die zwei Schalter zu finden. Wir werden jetzt, wie gesagt, mal Ultrigaria nach vorne setzen. Ja, eigentlich ist es eine gute Idee, Kleinschnell vorzubehalten. So, schauen wir mal. Stellen wir uns doch mal Major Bob. Ja, damals habe ich das auch nie verstanden. Ja, ich fand auch, das war ein ganz blödes Rätsel.
Hingegen finde ich diese Eisrätsel, die es manchmal in Pokémon in die Zone gibt, immer ganz cool, dass man so einen bestimmten Weg finden muss. So, okay, also Level 6, nee, 25. Ja, okay, wir sind Level 22. Okay, wir haben Schaufler, aber wir bekommen keinen Stat drauf. Aber theoretisch sollte, also was heißt theoretisch, es wird ja trotzdem sehr effektiv sein. Ich spiele ja Far Cry 6 auf der schweren Schwierigkeitsgrad und muss schon sagen, da muss man sehr taktisch vorgehen. Aber ich glaube, Far Cry ist doch eher so ein Schleichspiel, oder? Also man kann ja bestimmt auch einfach sich durchballern oder so, aber angelegt ist es doch sicher als Schleichspiel. Krass, wie viel Donnerschock abzieht, dafür, dass wir halt auch Elektro-Typ sind. Ich glaube, da müssen wir demnächst doch mal unser Kleinstein austauschen. Okay, ich glaube, Raichu beherrscht Surfer. Und das ist natürlich nichts. Unser Kleinstein. Da setzen wir mal unser Ultrigaria ein. Ja, man kann alle wegballern, aber muss nicht schleichen. Macht auch Spaß. Ja, cool. Ich bin ja meistens für Schleichen, aber so ein bisschen zu ungeduldig. Hätte es ja ruhig mal vergiften können. Das wäre gut gewesen. Ja, der hatte auch noch ein Lichtschild, das heißt, jetzt sollte. Jetzt sollte unser Rankenhieb auch ein bisschen mehr Schaden machen. Ich hatte mir schon gedacht, dass der Kampf wahrscheinlich nicht einfach werden wird. Wir müssen uns da jetzt ein bisschen durchlacken. Denn wir spielen hier zwar keine Nuzlocke, aber trotzdem will ich natürlich vermeiden, dass unsere Pokémon besiegt werden. Schläft der Gute zumindest. Ja, das sieht doch schon mal gut aus. Wait a second, das war jetzt ein kurzer Schlaf. Level 23. Mal sehen, ob er sich da vielleicht weiterentwickelt. Hat zumindest leider schon mal Steinhagel, das finde ich sehr gut. Aber das ist natürlich ein Indiz dafür, dass er sich nicht weiterentwickeln wird auf die Level.
So, wen haben wir denn noch? Da haben wir noch Magnet Hilo. Da versuchen wir es doch mal mit Vulpix. Denn theoretisch, oder was heißt theoretisch, auf jeden Fall wird Feuer sehr effektiv sein gegen Stahl. Oh, das habe ich. Das ist natürlich sehr ungut gewesen. Was machen wir da jetzt damit? Versuchen wir es mal nochmal mit Kleinsteinen. Geben wir aber zuerst einen Trank. Das hat ja auch so viel abgezogen. Warum gehen die denn alle so viel ab? Das, obwohl Elektroattacken nicht effektiv sein dürften, weil ich ja auch vom Typ Elektro bin. Ich glaube, er hält noch einen Donnerschock aus. Dann wäre es ja mal mit dem Steinhagel probieren. Oh, Glück gehabt. Nicht sehr effektiv. Oh, ach, stimmt natürlich wegen dem Stahltyp. Das ist natürlich richtig. Ah, was? Och, noch dumm. Gut, dann muss es Ultrigaria versuchen zu richten. Auch du brauchst zuerst mal einen Trank. Dass sich das letzte Pokémon als so tricky herausstellt. Auch nicht sehr effektiv. Damn. Versuchen wir uns mal ein bisschen durchzuleben. Ich vermute, wenn ich mich nicht irre, hat Gift keinen Effekt, weil Stahl. Deswegen müssen wir versuchen, uns mit dem Rankenhieb durchzukämpfen. Ich hasse Magnetilo für den Typ Elektrostahl. Ja, stimmt. Ist schon. War sehr, sehr nervig, da hast du recht. Ich
finde es sehr schade, dass die Pokémon hier so schnell wieder aufwachen aus dem Schlaf. Das ist doch blöd. Hat er nur 2 Runden geschlafen? Wir haben, glaube ich, noch einen Paraheller, den können wir auch gleich noch reinballern. Jetzt müssen wir nur hoffen, dass... Ich glaube, dass wir noch 2 Ranghiebe brauchen. Jetzt hoffe ich mal, dass er... Dass er keinen Trank einsetzt. Ja gut, damit haben wir Magnetilo besiegt. Damit haben wir den Arena-Leiter auch besiegt. Sehr schön. War doch kniffliger, als ich dachte. Und wie immer zum Schluss das Evoli High Five, das darf natürlich nicht fehlen. Oh, ein Autogramm. Gibst du uns nicht eine Elektro-TM? Ich könnte mal schauen, ob Georock die erlernen kann. Beziehungsweise Aklus noch ein Kleinstein sollte, aber bald zu Georock werden. Das wäre natürlich sehr cool. Dann hätte Kleinstein gleich eine ziemlich starke Elektroattacke. Und er kann sie tatsächlich lernen. Sehr cool. Tauschen wir aus gegen Kopfnuss. Er braucht dann schon Kopfnuss. Da müssen wir daran denken, in der nächsten Episode mal sowohl Kleinstein als auch Gyarados ein wenig Spezialangriff zu boosten. Denn das sind ja beides physische Angreifer, die dann mit Donnerblitz oder mit Siedewasser leider nicht so viel anfangen können. Ach, Misty, moin, willst du dein Fahrrad wieder haben? Ja, cool, also die 10 Meter zum Pokémon Center hätte ich jetzt auch machen können. Aber gut, dann können wir gleich mal in die Diktahöhle gehen und schauen, ob wir dahinter einen Evolutionsstein bekommen. Nee, danke, ich weiß, wo es lang geht. Natürlich aufpassen, weil Kleinstein vom Elektro ist. Ist der jetzt natürlich anfällig auf Bodenattacken. Und in der Dekta-Hülle, wer hätte es gedacht, wird natürlich Dekta vor, die gerne mal eine Intensität einsetzen. Wobei es auch nicht so klug ist, Ultrigare hier einzusetzen, weil Ultrigare ist ja vom Typ Gift. Gift ist ebenso anfällig. Wir mal unser Tauboga nach vorne. Bodenattacken gar keinen Effekt. Hier haben wir zum Beispiel ein Dicta. Wollen wir mal zu Forschungszwecken gleich einfangen. Wobei ich auch ein bisschen dumm bin. In dem Teil gibt es ja gar keine Kämpfe gegen wilde Pokémon. Hätte ich mir jetzt das auch alles sparen können. Naja.
Warum brichst du aus? Dieses. Da habe ich hier 45 Millionen Pokebälle bekommen und die reichen gar nicht. Nein. Ich habe leider auch gar keine Superwelle dabei. Zum Glück hat der Premierball gereicht, obwohl der eigentlich auch gar nichts anderes als ein Pokéball ist. Naja, manchmal entscheidet halt der Zufall. Victor möchten wir nicht haben. Dann müssen wir uns da auch keinen Spitznamen überlegen oder so. Wir wollen jetzt eigentlich straight durch die Höhle durch. Das Gute daran, dass die Random Encounter quasi jetzt auf der Overworld herumlaufen, dass man denen ganz gut ausweichen kann. Dass man so, wenn man möchte, auch relativ schnell aus Höhlen oder Wiesen raus kann. Ich habe noch im Hinterkopf, was für ein Pain, das im Originalspiel oder in Feuerrot und Blattgrün war, weil man irgendwie 10 Minuten durch die kleine Höhle gebaut hat, weil alle 2 Meter da ein Punkt kam. Also ich weiß noch, in der ersten Generation haben wir hier ein Pantymos getauscht bekommen. Wäre natürlich ein bisschen lame, wenn wir jetzt auch ein Pantymos getauscht bekommen. Lichtflut ist wahrscheinlich Blitz. Natürlich auch gut. Blitz brauchen wir dann für den Felstunnel zum Beispiel. Und jetzt, wo ich daran denke, zum Felstunnel können wir jetzt auch schon. Wir haben ja jetzt den Zerschneider. Damit können wir auch schon da angehen. Sehr gut. Ja, da hat unser Evoli einfach so die Attacke imitiert. Nämlich ein Mimikry-Evoli. Sehr schön, den Pokémon-Score hier. Sowieso finde ich die Musiken, in dem Spiel sehr schön umgesetzt. Ja, also ich alles Musikstücke aus der ersten Generation und die kennt man ja sowieso am besten, aber trotzdem finde ich alles sehr schön bisher. Ich bin schon gespannt auf die Musik von Lavania, glaube ich. Der Stadt mit dem Pokémon-Friedhof. Weißt du noch, bei der ersten Generation gab es Gerüchte, dass in Japan die Musik in Lavania ausgetauscht wurde, weil es in Japan wohl Vorfälle mit Kindern, die Epilepsie hatten, gab und dann die Musik gehört haben. Moin Jay, na, alles gut? Schön, dass du vorbeischaust. Aber ich weiß auch nicht, ob das wirklich so stimmt mit dem Fällen in Japan oder ob das einfach nur so ein Schulhofgerücht ist.
Okay, hier gibt es zumindest niemanden, der uns ein Pandem austauschen will. Ich glaube, wir sind hier nicht auf Route 3. Mal schauen. Aber soweit ich weiß, gibt es hier irgendwo ein Item. Ja, es tut mir wirklich leid. Ich hoffe, ihr habt nicht zu lange warten müssen. Muss mal schauen, wie ich werde dann wahrscheinlich versuchen, die Pause rauszuschneiden aus dem VOD. Weil ich gar nicht weiß, wie das funktioniert. Ich bin ja ein ziemlicher Technik-Noob. Hab mir jetzt so das Wichtigste drauf geschafft. Ein Blattstein. Das ist schon mal gut. Damit können wir Ultrigaria weiterentwickeln. Wer sonst gibt es hier nicht. Wir hätten theoretisch Ultrigaria auch schon heute weiterentwickeln können, aber sie hat die Attacke nicht gelernt. Die ich hier gern noch beibringen würde. Mal sehen, wann die kommt. Vielleicht mit Level 28 oder so. Ich hatte eigentlich 26 im Kopf, aber vielleicht auch erst ein bisschen später. Dann setzen wir uns doch als Ziel für heute, dass wir Lavagna erreichen und uns erstmal noch durch den Felstunnel kämpfen. Ein riesiges Diktar. Na, ob wir den jetzt bekommen? Oh. Crazy. Mit dem ersten Wurf, da sollten wir jetzt sogar einen kleinen Bonus bekommen. Genau, 164. Okay. Hätte ja gern, dass Vulpix mal ein Level aufsteigt, denn Vulpix muss noch 4 Level aufsteigen, bevor es Flammenwurfer lernt. Wir versuchen immer den Pokémon aus dem Weg zu gehen. Da wäre noch ein Zubat gewesen. Aber das brauchen wir gar nicht. So, wir sind heile aus der Diktarhöhle rausgekommen. Brahma, du hast gar kein Battlebird-Command. Ich glaube, ich habe einen Discord-Command. Versuch mal Ausrufezeichen Discord. Ich glaube, dann sollte das auch kommen. Aber wo hast du denn meine ganzen Commands gesehen? Ich dachte, man muss halt Ausrufezeichen Commands geben, damit man eine Liste der Commands bekommt. Aber ja, unseren Battlebird-Server, den könnt ihr euch gerne alle anschauen auf Discord. Die Battlebirds sind eine lose Vereinigung aus Streamern, darunter Jay. Jay.Kloxen auf Twitch und auf Twitter und auf YouTube, glaube ich auch. Da gibt es montags immer einen entspannten Abendstream mit einem zufälligen Spiel und Donnerstags immer den Story Donnerstag, aktuell mit Zelda und mit Psychonauts 2. Und sonntags einen entspannten Morgenstream mit Story of Seasons. Dann haben wir die Ruby, GC-Ruby.
auf, verdammt, auf Twitch und auf Twitter. Hier gibt es, ich glaube, immer Montagabends. Aktuell The Forest, manchmal auch so Horrorspiele. Dann haben wir noch die Efi und die, die Kyo bzw. Kyo Noah auf Twitch. Efi aktuell mit ja, so einem Alchemie-Spiel, sage ich mal. Ich habe es noch nicht selber gespielt, aber sieht auch sehr entspannt aus. Potion irgendwas, aber auch wieder immer mittwochs. Und was Kiyo aktuell spielt, das kann ich euch gar nicht genau sagen. Sie hat jetzt schon ein paar Wochen nicht gestreamt. Aber das könnt ihr alles auf dem BattleBirds Discord-Server sehen. Da ist das alles festgehalten. Dort haben wir auch einen Zeitplan zum Beispiel. Da könnt ihr mal sehen, an welchem Tag welcher der BattleBirds denn sein Unwesen treibt auf Twitch. Habe ich das so richtig gesagt, Jay? Bekomme ich dafür ein Lob? Lass mal schauen. Genau, da hat Jay das Discord Command entdeckt, genau. Das könntest du alles mit einem handlichen BattleBirds Command auflisten. Ja, könnte ich machen. Ich bin halt leider nicht so gut in sowas. Aber ja, ich könnte ja mal meine Commands ein bisschen überarbeiten. Da hast du schon recht. Wir sind jetzt auf jeden Fall auf dem Weg zum Felstunnel. Schauen mal, was wir da so anstellen können. Wir werden mal auf dem Weg Ultrigaria noch ein bisschen trainieren. Denn ich hoffe, dass sie bald diese Attacke lernt. Raseolat, glaube ich. Und wir sie dann weiterentwickeln können. In dem Blattstein, den haben wir jetzt schon eingesammelt. Dann sehen wir vielleicht heute in der Folge noch eine Entwicklung. Das wäre super. Unser Punchmaus ist da gerade an der Ecke hängen geblieben. Typisch Team Brahma. Hey, was gibt's denn mit dem morgen im Stream? Ich glaube, bei dir gibt's doch morgen ein VR-Game, oder? Kannst du da schon was ankündigen? Ach genau, Potion Maker, hier ist das Spiel, was Efi aktuell spielt. Vielen Dank für die Erinnerung, Jay. Jeez, warum ist denn das Eboli so stark? Warum hält das denn so viel aus? Level 21, ja, wir sind auch Level 21, also eigentlich ist das schön ausgeglichen.
Ja, wird Townsman VR, die Develop, die Devs haben ja da ein Key für eine Review und zum Behalten gesponsert. Cool, das finde ich ja stark. Und Townsman, weißt du schon, was das für ein Genre ist? Übrigens, Developer war das Wort, nach dem ich gesucht habe, nur um hier nicht ganz doof dazustehen. Hält mir ein, ich hatte ja auch gerade eigentlich gesagt, ich will Ultregaria noch besser trainieren. Sie bekommen zwar halt quasi automatische IP, aber könnte sie auch nach vorne setzen, dann bekommt sie halt noch mal so mehr EP, glaube ich. Vulpix 120, sehr gut. Oh, Feuerwirbel. Feuerwirbel ist zumindest schon mal besser als Glut. Und dann hoffe ich auf Level 24. Auf den Flammenwurf. Selbst das zieht nur so wenig ab, verstehe ich gar nicht. Das war doch sogar sehr effektiv. Ist denn Tauburger so schwach auf der Brust? Also eigentlich sollte es doch ein ordentliches Pokémon sein. Und ist der jetzt so im Early Mid Game. Okay, da muss ich mich dann vielleicht noch was überlegen. Den können wir noch mal da Vulpix ein. Aufbaustrategie ähnlich wie Siedler und das in Feuer. Stelle ich mir ganz cool vor eigentlich. Also da sollte man zumindest nicht so Probleme mit Motion Sickness haben. Das schalte ich morgen mal ein. Da kannst du bestimmt was zu sagen, wie das so mit der. Also ich weiß auch gar nicht, ob das jetzt mit den aktuellen VR-Brillen-Generationen oder ob das noch so schlimm ist, wie das am Anfang war. Da wirst du ja morgen bestimmt berichten. Mal sehen, vielleicht bekommen wir diesmal auch ein größeres Ganzkörperkamerabild von dir. Und man kann die Tiere durch die Gegend schmeißen. Erinnert mich ja dann eher an wie heißt das Spiel? The Goose Game? Ja, aber da schaue ich morgen auf jeden Fall mal rein. 18 Uhr geht's los. Gehen wir bei dem Jay. Wollten wir noch unser Team austauschen. Da unten ist auch ein Wanderer, der hat meistens Gesteins- oder Boden-Pokémon. Da kommt unser Ultregaria eigentlich ganz gediegen. Okay, Jay verrät schon mal, es gibt einen größeren Jay diesmal, das finde ich schon mal gut. Steuerung ist quasi ein bisschen wie bei Black and White. Black and White, das ist doch dieses ganz alte Spiel. War das nicht, ist das nicht sogar von wie heißt der, Peter Molyneux? Ist das das Spiel, wo man quasi einen Gott spielt?
Das stelle ich mir echt cool vor. Ach, da habe ich jetzt sogar ein bisschen Bock drauf, mal reinzuschauen morgen in das Spiel. Man sieht schon, wenn der Rankenhieb nicht mehr ausreicht, wenn man damit einen Onyx nicht mehr one-hittet. Krass, da konnte ich einmal, und das dann noch on-cam, mein Skill und mein Wissen in Sachen Games unter Beweis stellen und wusste, dass das... Ah, mit Level 27 war es, okay. Wusste, dass das 20 Jahre alte Spiel von Peter Molyneux war oder ist. Und dafür kann der Rankenhieb weg. Und da können wir Ultrigari auch gleich weiterentwickeln. Noch 3 Pokébälle bekommen. So, die Frage ist jetzt nur, wo versteckt sich der Blattstein? Das ist die Stärkungstasche. Lel. Glücksgriff. Okay, dann schauen wir uns doch mal die fulminante Entwicklung von Sarzenia, von Ultrigaria zu Sarzenia an. Und ich würde es nochmal sagen, Muck hat davon auch schon gesagt, das Spiel ist halt richtig schön. Ich bin da überhaupt nicht der Meinung anderer, die die Pokémon-Edition auf der Switch so für ihren Grafikstil kritisieren. Ich finde das richtig schön gemacht. Es lockt Beute mit einem Duft an, der an Honig erinnert. Was in sein Maul gelangt, wird damit Knochenbinden eines Tages zersetzt. Alter. Die Pokédex-Einträge der ersten Generation, die hatten ja noch richtig Pfeffer. Richtig creepy ist auch der Pokédex-Eintrag von Driftlon, genau. Driftlon, die Vorentwicklung von Drift Zepeli. Da stand im Pokédex-Eintrag so sinngemäß, dass es nachts Kinder entführt. Ah cool, Muck, du bist auch noch da. Wie läuft dein Far Cry 6 Spiel? Dann können wir jetzt ja theoretisch da 10 Jahre von der Top-Position wegpacken und packen mal Vulpix sein. Und dann vielleicht noch einen. Noch einen normalen Trank. Pokémon-Loxi. Ja, wir haben noch einen normalen Trank. Den können wir Vulpix mal geben. Ah, Mist, Wanderer. Da muss leider Vulpix wieder weichen.
zwei Kleinsteine hintereinander. Da könnte man sich auch etwas abwechslungsreicher geben. Bisher war das in dem Spiel ja eigentlich ganz gut gelöst, dass in den meisten Fällen die Pokémon immer ganz abwechslungsreich waren. Aber drei Kleinsteine hintereinander ist vielleicht etwas einfallslos. Kleinstein Level 24, vielleicht entwickelt es sich ja jetzt. Ah, noch nicht. Dann müssen wir wohl noch etwas warten. Schauen wir mal, welche Entwicklung wir zuerst sehen. Kleinstein zu Georock oder Vulpix zu Vulnona. Hier haben wir jetzt einen Jungen, das heißt, da können wir Vulpix wieder nach vorn setzen. Der Camper. Camper Mold. Gut, das könnte schon wieder schwierig werden. Boden gegen Feuer ist eigentlich kein gutes Match. Ist natürlich schade, dass wir Vulpix aktuell immer so schnell austauschen müssen, weil obwohl ich ihre Verteidigung schon geboostet habe, sie ja leider etwas, ja, oder anders gesagt, nicht aushält. So, hier ist jetzt ganz gut, dass Gyarados auch vom Typ Flug ist, das heißt Schaufler hat halt quasi keine Wirkung. Pantymos Level 20, okay. Pantymos versucht Psybele zu lernen. Muss geschehen, ich dachte, er konnte schon Psybele. Aber gut. Psybele ist auf jeden Fall stärker als Konfusion, das ist gut. Radikal. Ein reiner Normaltyp. Auch gar nicht so stark. Sollte sich gut besiegen lassen. Vor allem, weil Gyarados halt ein richtiger Tank ist. Man muss bei ihm eigentlich nur aufpassen mit Elektro-Pokémon, weil er da halt eine Vielfachschwäche hat. Aber sonst ist das eigentlich ein extrem starkes Pokémon. Wenn man ihm so ein bisschen seine Stärken auch ausspielt und die Schwächen kaschiert, das heißt, man sollte versuchen, seinen physischen Angriff zu benutzen. Was ich jetzt zugegeben gar nicht mache, weil Seewasser halt speziell ist und nicht physisch. Aber stellt sich ja erstmal die Frage, gibt es in dem Teil überhaupt eine physische Wasserattacke? Warum kommen hier immer Brunnen-Pokémon? Das ist fein. Dann zeig mir mal deine neue erlernte Psywelle, ob die gut ist. Schöne Animation auf jeden Fall.
Oh, Gardas ist vom Typ Flug, von daher hat da der Schaufler gar keine Chance. Ist das ein weibliches Pantymos? Müsste ich gleich mal schauen, kann ich dir gerade gar nicht sagen. Kann ich ja gleich mal nachschauen. Ein Ivitak, ein normal Flug-Pokémon, sollte uns eigentlich auch nichts anhaben. Denn wir sind ja relativ tanky. Also dafür, dass Carpador sich super langsam trainieren lassen hat, geht das bei Gardas erstaunlich schnell. Was ich ganz gut finde, weil Gardas halt auch sau stark ist. Tauboga auch gleich noch ein Level hoch. Wobei ich zugeben muss, dass ich von Tauboga nicht so richtig überzeugt bin. Das hat sich jetzt ein paar Mal als etwas schwach erwiesen. Ja genau, Pantymos ist ein Weibchen. Jetzt habe ich gar nicht drauf geachtet. Hast du das anhand der Animation von der Attacke gesehen? Weil ich weiß, dass das Aussehen der Pokémon und das Aussehen der, oder die Animation der Attacke wird manchmal auf das Geschlecht angepasst. Aber ich habe da jetzt gar nicht sehen. Du findest es verstörend, wenn ein Pantymos ein Weibchen ist? So, mal schauen, was wir hier. Rungras erwarten. Nidoran. Ich weiß gar nicht, haben wir schon Nidoran? Könnt ihr mal der Vollständigkeit halber fangen? Dieses Schlag auf damit. Mal sehen, ob das rausgeht. Nee, da ist doch immer das Geschlechterzeichen am Namen dran. Ja, darauf habe ich gar nicht geachtet. Ich habe jetzt das im Bericht nachgeschaut. Ja, also offenbar hatten wir schon. Oh nee, wir hatten noch keinen Nidoran. Ja gut, dann haben wir vielleicht den Nidoran männlich schon gehabt. Und das Nidoran weiblich nicht. Eines der wenigen Pokémon, das halt auch schon in der ersten Generation in männlich und weiblich unterschieden wurde. Und dementsprechend dann auch gänzlich andere Entwicklungen hatte. Nidoran männlich wurde ja dann zu Nidorino und zu Nidoking, während Nidoran weiblich zu Nidorina und Nidoqueen wurde. Ein Mankey, ein Kampf-Pokémon. Da können wir es vielleicht mal probieren mit Jesus, warum? Warum richten die Attacken denn alle so viel Schaden an? Ist ja gar nicht. Gucken wir erstmal ein Pantymos. Pantymos ist ja vom Typ Psycho. Psycho ist sehr effektiv gegen Kampf. Das ist jetzt natürlich ein bisschen blöd, weil wir eigentlich eigentlich Erfahrungen sammeln müssen für Evoli, für Vulpix, damit es auf Level 24 kommt irgendwann, möglichst bald.
Ich hatte eigentlich auch gedacht, dass Mantimos ein bisschen besser in der Verteidigung ist. Aber der kriegt ja auch gerade ganz schön viel Schaden. Und wenn man bedenkt, dass Mantimos ja keine Entwicklung hat, der wird halt auch nicht mehr stärker. Da muss ich mir vielleicht noch was überlegen. Aber es gibt halt in der ersten Generation auch nicht so eine große Auswahl an Psycho-Pokémon. Ich habe eigentlich keinen Bock, schon wieder auf Abra bzw. Simsala zu gehen. Weil das ist eigentlich immer so das Standard-Psycho-Pokémon, zumindest von mir. Ich würde gern in dem Durchlauf auch mal ein paar andere Pokémon ins Team nehmen. Deswegen habe ich auch auf die Standard-Starter Bisasam, Shiggy und Glumanda verzichtet, die man ja alle hier im Spiel auch regulär bekommen kann. Goldini ist ein Wasser-Pokémon, das heißt, auch hier müssen wir leider unser Vulpix austauschen. Wir können dagegen mal das neue Sarzenia ausprobieren. Tauboga ist der Typ Flug, Sartenia ist Typ Pflanze, das ist auch kein gutes Match. Da versuchen wir mal mit Kleinstein voranzukommen und schauen mal, was er denn so mit dem Donnerblitz anrichtet, weil er ist ja vom Typ auch Elektro. Das ist sehr wichtig gegen Flug. Bin mal gespannt, weil Donnerblitz ist ja speziell und Kleinstein ist ein physischer Angreifer. Warum kann Tauboga? Achso, er hat Spiegeltrick eingesetzt. Da war ich jetzt schon kurz verwirrt. Ich fände es eigentlich cool, wenn wir. Oh, da ist ein Krabi. Krabi haben wir noch nicht. Ich glaube, das Ibitag, das wir da gesehen haben, das haben wir auch noch nicht. Das Kleinstein sieht seltsam aus. Ja, das ist ein Alola. Kleinstein. Alola ist die Region von Sonne und Mond, glaube ich. Und da gab es, weil das halt so ja auf Inseln gespielt hat, gab es halt so besondere Pokémon-Formen. Und das ist ein Alola-Kleinstein, was man in-game tauschen konnte. Also ich habe da jetzt auch nicht das extra irgendwie von jemandem hergeholt. Und das hat die Besonderheit, dass das nicht Typ Gestein Boden ist, sondern vom Typ Gestein Elektro. Kleinstein Level 25. Sehen wir jetzt vielleicht eine Entwicklung? Ja, sehr schön. Dann sehen wir die dritte Entwicklung heute. Kleinstein wurde zu Georock. Für Kleinstein wird ein neuer Eintrag in der Pokédex
angelegt. Weil einem Alola-Georok im, was einem Alola-Georok im Weg steht, das einen Gewürzpfad hinabrollt, bekommt einen Stromschlag verpasst und wird weggeschleudert. Ja, cool. Und neuer Pokédex-Eintrag für Krabi bekommen wir auch noch. Können wir ja gleich mal schauen. Oh, auch das Nidorina haben wir, glaube ich, noch nicht. Jetzt rennen wir doch nicht weg. Wir schön ein paar neue Pokémon sammeln. Dann können wir eigentlich gleich nochmal nördlich von Azuria City uns das Glumanda abholen. Okay, hier könnte jetzt das der Pokéball etwas schwierig werden. Ich weiß ja gar nicht, ob wir Superbälle dabei haben. Ja, wir haben welche dabei, okay. Einfach fabelhaft. Das sollte doch hoffentlich funktionieren. What? Why? Oh. Geht doch. Oder 90 EP ist doch ordentlich. Warum steigt das Zetia am Level und Vulpix nicht? Ich möchte doch viel lieber eigentlich Vulpix trainieren. Mano. Na gut, wir können doch gleich noch das Ibidek fangen, wenn es noch da ist. Das haben wir auch noch nicht. Oh, zwei sogar. Ach, sogar ein riesiges. Dann ist es wahrscheinlich sogar schwieriger zu fangen. Wir werden mal zum Superball wechseln. Klasse fliegende Pokémon, die immer so hin und her schwirren. Geh doch mal bitte rein. Ich glaube, hier ist noch ein zweites. Genau, probieren wir es mal mit dem. Das besser klappt. Ich sehe schon, es wird ein langer Abend heute. Dieses. Die guten Pokebälle, die liegen jetzt da irgendwo im Gebüsch rum und verschmutzen die Umwelt. Ja, so viel wie man auch an Zelda Breath of the Wild kritisieren kann, zumindest kann man da die Pfeile wieder aufsammeln. Das ist das erste Bio-Zelda. Jesus. Okay, also wir haben auch gar keine
Superbälle mehr. Wir können es jetzt nur noch mit Pokébällen probieren. Und ihr seht ja, wie orange der Ring ist, was eigentlich keine großen Erfolgschancen prognostiziert. Ja, ich glaube, das wird so nicht, bevor wir hier alle unsere Bälle verschwenden. Eine Rocket drüben. Von dem Rocket haben wir ja jetzt auch schon eine Weile nichts mehr gehört. Lapras bekommen wir später in der Silfco, glaube ich, in der Firma. Und das könnte man tatsächlich gegen Gyarados austauschen. Lapras ist auch sehr stark. Ist vom Typ Wasser-Eis. Auch eine ganz coole Typenkombination. Aber zur Sylph Crew kommen wir erst relativ spät. Das dauert noch eine Weile. So, jetzt hoffen wir mal, dass er nicht Superzahlen einsetzt. Okay, ich habe es gerade noch gesagt, weil Superzahlen landet nämlich oft ein Volltreffer. Und das können wir mit der schwachen Verteidigung von Vulpix leider gar nicht gebrauchen. Bin mir auch gar nicht sicher, ob Vulpix das hinkriegt. Theoretisch sollte jetzt noch ein Feuerwirbel drin sein. Ah, cool. Vulpix kann auch Volltreffer landen, sehr gut. Kannst du bitte einfach mal im Level aufsteigen? Wie ist es? Schwer, das zu trainieren ist. Ja, klein, aber hoch. Rückzug. Dann würde ich sagen, gehen wir noch mal unsere Pokémon heilen und dann mal schnell zurück nach Azuria City. Das ist ja gleich um die Ecke, denn dort können wir uns ein Glumanda abholen. Wenn wir, ich glaube, insgesamt 5
Pokémon gefangen oder gesehen haben und das sollten wir mittlerweile auch gemacht haben. Ich vermute, also was heißt ich vermute, in Azuria City bekommt, Quatsch, in Orania City bekommen wir auch ein Shiggy. Aber ob wir so viele Pokémon schon gefangen haben, das kann ich gar nicht sagen. Da müsste ich gleich meine Pokédex schauen. Na gut, werter Barmer, bin mal raus für heute. Schönen Stream und einen schönen Abend auch. Vielen Dank fürs Vorbeischauen, Jay. Wünsche dir auch noch einen schönen Abend. Und wir sehen uns dann morgen in deinem Stream. Wie mir das, also so cool ich das eigentlich finde, weil es so schön abwechslungsreich ist, mit dem Fangsystem hier in dem Teil, so sehr nervt es mich manchmal. Und dann diese Lucky Shots, die halt überhaupt keinen Sinn ergeben. Ja, das Ganze für 64 EP. Oh Gott. Das alles wegen. Ah, lass mich in Ruhe. Das alles wegen ein paar Radfahrts. Ja, also wie gesagt, das. Was mache ich denn? Komme ich hier denn überhaupt lang? Ja, hier komme ich lang. Wie gesagt, das Gluanda sollten wir jetzt schon bekommen können. Das Shiggy glaube ich noch nicht. Oh Gott. Da konnte ich gar nicht vorbei. Aber ich habe jetzt auch gar keinen Bock auf dich. Obwohl das jetzt vom Level her ein bisschen. Oh, was mit. Ah, der ist ein Käfersammler. Ich dachte, es ist Pokémon. Sah ein bisschen aus wie Knogger. Weil ich weiß, hier auf der Route sollte man theoretisch auch Tragosto finden. Naja. Aber der Käfersammler kommt mir vielleicht auch ganz recht. Da können wir mit unserem Vulpix nochmal ein bisschen was machen. Er hat dann nur ein Pokémon. So, wie gesagt, wir müssen jetzt nur in den Norden. Da steht ein Typ, der uns ein Vulpix, ein Glumanda gibt, wenn wir in unser Pokédex 50 anzeigt. Das sollten wir mittlerweile auch geschafft haben. Wir werden Glumanda nicht ins Team aufnehmen. Pokémon. Vielleicht reicht es ja dann sogar für Shiggy. Ich kann ja mal schnell nach Orania City gehen. Für Glumanda wurde ein neuer Eintrag in den Pokédex sein. In sehr stillen Orten kann man seine brennende Schwanzspitze ganz leise lodern hören. Schöner Eintrag. Erinnert mich ein bisschen an das Debüt von Glumanda im Pokémon-Anime, wo er von seinem Trainer ausgesetzt wurde und dann ja im Regen quasi auf ihn gewartet hat, in der Hoffnung, dass der Trainer irgendwann zurückkehrt. Sehr traurig. Weiß noch nicht, ob man das Shiggy bei 70 oder bei 75 bekommen kann.
Ich glaube, es waren nur 70, da können wir die Folge vielleicht mit einem neuen Shiggy beenden. Weil wir Shiggy auch nicht ins Team aufnehmen werden. Das ist auch so standardmäßig. Warum hier jetzt Antimast verschwinden, das ist mir nicht ganz klar. So hier. Wir müssen aufpassen, dass wir hier kein Pokémon in die Arme rennen. Und ich muss noch mal überlegen, wo das war. Ich glaube, das warst du. Ach nee, du warst die mit dem Arcani, das wir reiten können, wenn wir wenn wir 5 Mautzi fangen. Du hast das. Du hast doch da Chigi. Jupp, wir nehmen Chigi auf. Sehr gut. Wir haben ein Chigi erhalten. Auch da schauen wir mal, was der Pokédex sagt. Für Shiggy wurde ein neuer Eintrag in den Pokédex hinzugefügt. Er greift seine Beute aus dem Wasser heraus mit einem Wasserstrahl an. Bei Gefahr zieht er sich in seinen Panzer zurück. Oder eben eine coole Sonnenbrille auf. So, cool. Dann schlage ich vor, beenden wir hier die Folge. Ich habe gesehen, es ist auch schon spät. Mein Magen grummelt ein wenig. Danke euch fürs Zuschauen. War ja ein sehr spontaner Stream heute. Umso mehr freut es mich, dass ein paar Leute und auch neue Leute eingeschaltet haben. Die Folge landet schnell auf YouTube. Ich würde mich da über kostenlose Abos, Kommentare, Klicks freuen. Ihr kennt das Spiel, von daher bis zum nächsten Mal.